was machen Sachen? Ja, wir machen mal eine kleine Vokabelrunde, die würde sich jetzt schon öfters mal im Stream und auch so privat von mir gewünscht, weil viele einfach die Begriffe, die ich nutze im 3D, nicht bekannt sind. Auch gerade bei Aufträgen ist mir das aufgefallen, dass halt einfach viele nicht wissen, von was ich rede, was jetzt gemeint ist. Und es gab immer wieder Kommunikationsschwierigkeiten und ich dachte, wir machen da mal eine kleine Abhilfe und ich erklär mal so simpel wie möglich die wichtigsten Begriffe. Also quasi ist das jetzt eine Vokabelrunde für 3D-Modellieren im VTuber-Bereich. Sind die Basics. Ich werde auf das Wichtigste eingehen. Ich werde es so simpel wie möglich erklären. Und wenn ihr das cool findet und weiter ausarbeiten möchtet, weil es gibt halt noch viel, 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 viel mehr, was man besprechen kann, was jetzt für VTubing an sich nicht nützlich ist oder nicht notwendig ist, aber mehr dann in dem Bereich für Games Engines geht. Wenn ihr sowas möchtet, schreibt mir das in die Kommentare und dann machen wir einfach quasi weiter, wo wir hier mit dann aufhören, wenn wir soweit sind. Hier geht es jetzt wirklich nur um die reinen Basics mit dem Fokus auf VTubing. Also fangen wir an. Den ersten Begriff, den wir haben, wäre ein Asset. Ein Asset ist im Prinzip einfach jegliche Form von einer Datei, die man im 3D-Modellieren oder dann halt primär sogar in der Game Engine nutzt. Das kann sein von einem 3D-Objekt, das kann sein ein Bild, das kann sein eine Musikdatei, alles, was halt in Dateiformat in ein Programm gezogen wird, was halt für die 3D-Verarbeitung genutzt wird. Mainly für Game Engine wird das benutzt, einfach nur quasi eine Datei, die genutzt wird. Der nächste Begriff wäre einmal Mesh oder Geometrie. Im Prinzip ist es das absolut gleiche. Es kommt immer nur ein bisschen drauf an, was für ein Programm ihr nutzt, welcher Begriff davon benutzt wird. Und bei einem Mesh oder der Geometrie handelt es sich um die reine 3D-Form. Es ist nichts anderes dabei, es ist keine Farbe, kein Rig, also wirklich nur die reine Form, die ihr seht. In Bezug zu der Geometrie oder dem Mesh gibt es noch drei weitere Begriffe, die öfters fallen. Sind einmal ein Vertex, eine Edge und eine Face. Das sind die Einzelteile, aus denen so ein Mesh entsteht. Bei Vertices spricht man, wenn man von den Ecken spricht. Bei einer Edge ist halt diese Kante gemeint und bei einem Face ist halt diese komplette Fläche gemeint, aus dem die Einzelteile bestehen für das komplette Mesh. In Verbindung mit dem Mesh hört man dann noch ganz schnell mal den Begriff Polygone. Das ist quasi die Anzahl der einzelnen Teile, aus denen ein Mesh geformt ist, oder quasi die einzelnen Flächen, aus denen ein Mesh geformt ist. Was halt wichtig ist, wenn ihr selber modelliert und das Modell halt gerade exportieren und importieren möchtet, achtet stark darauf, dass es wirklich Tris, Dreiecke oder Quads, Vierecke sind. Alles, was mehr Ecken hat, kann problematisch werden, gerade beim In- und Export in andere Programme. Dein Mesh kann in Blender oder in Maya oder sonst was echt gut aussehen und keine Fehler haben, aber halt mehrere Ecken haben. Aber sobald ihr das exportiert, wird immer gezwungenermaßen Driss draus gemacht. Die meisten anderen Programme, sei es jetzt Unity, sei es Substance Painter, sei es Unreal, nutzen Driss. Und jedes Mal, wenn man was exportiert oder importiert, wird es erzwungen. Und wenn es keinen Driss schon hat oder ein Quad ist, was halt einfach halbiert werden kann zu Drissen, kann es zu Problemen kommen. Dadurch kann es entstehen, dass halt einfach Shading kaputt geht und sonstige Sachen. Da müsst ihr ein bisschen beim Modellieren drauf achten. Polygone sind auch ein wichtiger Faktor, der sich auf die Leistung eures Tracking-Programms übertragen kann, weil umso mehr Polygone ihr habt, umso schwieriger ist es für das Tracking-Programm, alles vernünftig einzufassen und halt flüssig zum Laufen zu bringen. Ihr müsst überlegen, wenn ihr ein Model habt und ihr trackt das, je nachdem, ob ihr auf 30 FPS oder von mir aus auf 60 FPS streamt oder halt trackt, müsst ihr euch überlegen, jede Sekunde wird 30 bis 60 Mal gecheckt, wo sich jeder einzelne Polygon befindet. Umso mehr Polygone ihr habt, umso öfters muss das gecheckt werden und umso leistungsanspruchsvoller ist das halt für euer PC. Kommt halt immer dann drauf an, wie trackt ihr, wie leistungsstark ist euer PC und auch teilweise, wenn ihr streamt, wie leistungsstark ist eure Internetverbindung, euer Upload. Das alles spielt damit auf. Es gibt halt auch keine eine für alles Lösung. Man möchte ja, dass das Modell halt schön aussieht, dass es halt alles flüssig funktioniert. Man muss dann immer gucken. Es gibt halt keine eine für alles Lösung. Man muss immer selber pro Modell schauen, was ist notwendig, was ist zu viel. Man versucht immer zu schaffen, man soll so wenig wie möglich, aber so viele wie nötig nutzen. Wie gesagt, es gibt keine eine für alles Lösung. Jedes Modell ist anders und da müsst ihr schauen. Guckt nur, wenn ihr was modelliert oder wenn ihr was in Auftrag gebt, dass ihr halt
Versucht, möglichst wenig Polygone zu haben, wenn ihr gerade eh schon Probleme mit eurem Leistung vom PC, Laptop etc. habt, und gibt das auch eurem Auftraggeber weiter, dass der dann auch Bescheid weiß und vielleicht ein bisschen mehr darauf achten kann, dass halt möglichst wenig Polygone genutzt werden, weil das halt auch ein großer Faktor sein kann, warum ein Modell nicht flüssig läuft. Problem ist, wenn man dann wieder viel zu wenige hat, kann es komisch aussehen und manche Bewegungen können nicht funktionieren, gerade wenn man halt auch Hände trackt und Arme trackt. Wenn man nicht genügend Faces an seinen Ellenbogen oder generell Gelenken hat, kann das sehr komisch aussehen und sehr hakelig aussehen, und das ist ja dann auch nicht gewollt. Also man muss wirklich so einen Mittelwert finden, was nicht immer so einfach ist. Und da wir gerade auch mal kurz das Thema Aufträge angesprochen haben, möchte ich noch einen Begriff nennen, der sich an die Meshes richtet, ist ein Base oder ein Base Mesh. Ist quasi schon eine schon vorher erstellte Vorlage, die kann vom Künstler selbst schon erstellt worden sein, oder das kann halt eine sein, die halt runtergeladen wird. Es hat schon eine vorgefertigte Vorlage, die man nutzen kann, um daran weiterzuarbeiten. Bei 3D-Modellern, die sich um VTuber kümmern, ist es meist einfach nur der Körperbau, der dann halt ja schon standardfertig angefertigt ist, und man kann halt Details verändern, man kann Körperteile länger machen, kann die ein bisschen buffer machen, Sachen verkleinern, vergrößern etc. Aber hat schon einen Großteil der Arbeit vorgefertigt, um einfach schneller und effizienter arbeiten zu können. Wichtig ist hier, dass wenn ihr als Künstler eine Base nutzt, kommuniziert das bitte mit euren Leuten. Es ist nichts Schlimmes, es ist auch eigentlich in dem 3D-Kreis eine legitime Sache, die man macht, das ist auch eine normale Sache, die man macht. Ihr müsst das halt nur klar kommunizieren. Ich habe eine Base für das und das benutzt. Ich habe die so und so bearbeitet oder halt auch nicht bearbeitet. Die habe ich erstellt, die habe ich gekauft. Müsst einfach nur ehrlich sein. Wie gesagt, das ist keine Schande, eine Base zu nutzen. Die meisten nutzen für alles mögliche Bases. Wie gesagt, das ist eine normale Sache, die man halt im 3D-Modellieren macht. Man möchte ja auch irgendwie effizient arbeiten und sauber arbeiten. Und wie gesagt, meistens ist es ja wirklich, dass man als Base nur eine Vorlage nimmt, die man dann halt weiter bearbeitet. Wirklich meistens ist es einfach nur der Körperbau. Ich persönlich nutze ganz gerne als Vorlage einen Reward-Charakter, weil ich ein Problem habe, einen Körperbau vernünftig darzustellen, und das macht mir die Sache leichter. Ich kommuniziere das. Und ja, ist jetzt nichts Schlimmes dabei. Man muss es halt nur ehrlich rüberbringen. Okay, unser Mesh ist jetzt fertig. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist das Rig. Bei einem Rig ist quasi wortwörtlich das Skelett gemeint. Wir haben es jetzt ein bisschen einfacher, da wir über VTuber sprechen, haben wir nur ein menschliches Skelett, was es halt einfach bildlich einfacher macht. Mit den momentanen Tracking-Programmen, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, können wir zurzeit nur menschliche Sachen Rig, also menschliche Sachen tracken. Was es halt jetzt gerade für den Punkt einfacher macht, da halt ein menschliches Skelett hat jeder schon mal gesehen und weiß so grob, wie es aussieht. Es muss nicht so genau sein, wir brauchen nicht so viele Knochen. Die Basics reichen: Kopf, Torso, Unterkörper, Arme, Beine, Schultern. Da hat jeder schon mal so ein Mensch gesehen, wie das funktioniert. Und über das sogenannte Rate-Painten werden an den einzelnen Bones, also den einzelnen Teilen, einfach festgelegt, wie bewegt sich was wie stark mit. Im Fall von Blender ist das alles farbig gekennzeichnet. Ist etwas rot, bewegt es sich stark mit, ist etwas gelb oder grün weniger stark, und ist es dunkelblau, bewegt es sich gar nicht mit. Das wird halt jedem einzelnen Knochen wird quasi festgelegt. Wenn du dich bewegst, gehen diese Vertices, die jetzt in dieser Farbe sind, so stark mit. Das ist quasi die ganze Magie dahinter, wie man halt ja, sowas beweglich macht. Bei VTubern hat man da noch eine andere Art von Bones, sogenannte Spring Bones. Sind dann halt Bones, die nicht direkt übers Tracking-Programm getrackt werden, wie jetzt über die Kamera oder über halt Tracking-Gear, sondern halt ja, sekundär mitlaufen. Wie jetzt zum Beispiel bei Haaren, bei Brüsten, bei Klamotten wird dann halt auch ein Bone gesetzt, der wird gerate-painted, und über diese sogenannten Spring Bones wird einfach festgelegt, wie stark bewegt der sich mit, wenn sich halt irgendwas bewegt. Wie stark wird das halt hin und her gezogen? Ist es jetzt eher was Steifes? Ist eher was Weicheres? Das wird dann alles in verschiedenen Werten festgelegt und kann dann halt sekundär mitlaufen. Das ist halt nichts, was man direkt über ein Programm trackt, sondern was parallel einfach mitläuft, wenn sich das Modell bewegt. Okay, mit dem Rig hätten wir unser Körpertracking abgeschlossen, aber wir haben ja noch eine ganz andere Sache, die wir tracken möchten, zwar unsere Mimik. Wir wollen ja reden, wir wollen ja verschiedene Mimiken darstellen. Wir wollen traurig sein, wir wollen glücklich sein, und alles das wird über Blend Shapes festgelegt. Eine Blend Shape ist einfach nur eine Veränderung in der Geometrie. Man setzt quasi einen Anfang, so einen Endwert fest und kann da hin und her switchen, wie man es möchte. Beispiel: Man hat Auge auf und Auge zu, und alles dazwischen kann man dann halt nutzen, um halt verschiedene Mimiken darzustellen.
So, unser Mesh ist jetzt erstmal fertig, jetzt soll es angemalt werden. Und in dem Bezug wird wahrscheinlich ein Begriff sehr schnell fallen, das sind UVs. Die UVs sind quasi einfach unser 3D-Mesh, das auseinandergeschnitten wurde, dass man das bemalen können, weil wir können nichts bemalen, was halt wirklich einen 3D-Körper hat. Soweit sind wir noch nicht. Wir müssen das quasi wie so ein Schokohasen auseinanderfalten, flach machen, dass wir das bemalen können. Genau das sind UVs. Man macht einfach einen 3D-Charakter, schnippelt man auseinander und packt den auf ein Blatt Papier, um ihn dann anzumalen. Und bevor wir unser Modell jetzt einfärben, müssen wir noch drei Begriffe klären, die halt sehr oft durcheinander gebracht werden. Zum einen die Textur, einmal das Material und einmal der Shader. Die drei Sachen arbeiten zusammen, werden aber sehr schnell oder sehr oft verwechselt. Eine Textur ist erstmal in erster Linie nur eine Information in einer Bildform. Das kann eine Farbe sein, das kann irgendwie ein Grauwert sein, das kann alles Mögliche sein. Ein Material sammelt diese Informationen und setzt die an verschiedene Punkte fest. Um dann den Shader diese Informationen weiterzugeben und der Shader am Ende sagt mit diesen Informationen, die ich von dem Material bekommen habe, wie am Ende das Mesh aussieht, also welche Farbe, welche Struktur, welches Material am Ende vorhanden ist, wie es aussieht. Beim Shader müsst ihr aufpassen, der vertut man sich auch sehr schnell. Jedes Programm nutzt einen anderen Shader. Auch wenn ihr die komplett gleiche Information habt und auch gleiche Einstellung habt, sieht das immer ein bisschen anders aus. Oder teilweise sehr stark anders aus, wenn ihr verschiedene Programme genutzt. Ihr könnt die gleichen Daten, das gleiche Material in Blender einfüttern und ihr habt ein ganz anderes Ergebnis, wenn ihr genau dieselben Sachen in Unity Standard Shader reinpackt. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Als VTuber, wenn ihr keine SDK oder andere Sachen nutzt und nur eine VM rausrendert, habt ihr meistens eh nur die Wahl zwischen dem Unity Standard Shader und dem M-Toon Shader. Wenn ihr mehrere andere Shader nutzen möchtet, müsst ihr euch passende Plugins und SDKs runterladen. Dazu kommen wir auch gleich. So viel dazu. Kommen wir zu den Texturen, weil da haben wir verschiedene Möglichkeiten, was für Art von Informationen wir weitergeben möchten. Und die wollen wir halt auch noch mal kurz klären, wo was wie genutzt wird. Das erste, was in den Sinn kommt, ist jetzt wahrscheinlich erstmal generell die Farbe. Das gibt es die Base Color, Diffuse oder auch Albedo genannt. Es gibt minimale Unterschiede dazwischen, das ist jetzt aber nicht wichtig. Es geht einfach nur darum, es wird ein RGB-Wert festgelegt, sprich die Farbe, und er legt auch einfach die Farbe fest. Oft kommt es vor, dass in einer der Maps noch ein Alpha-Kanal drin ist. Dort wird eine Opacity festgelegt, also wie transparent, wie sichtbar ist unser Material. Das kommt dann halt auch, wie gesagt, in die Opacity. Ist auch ein Grauwert von weiß bis schwarz, der einfach anzeigt, ist es sichtbar, transparent, wie viel davon ist transparent oder ist es nicht sichtbar? Wird über einen Grauwert festgelegt. Die nächste Textur, die wir hätten, ist die Roughness. Da wird über einen Grauwert auch einfach festgelegt, wie rau oder wie glatt das Material ist. Also ist es shiny oder ist es halt matt. Das nächste, was wir hätten, ist die Metallic. Hier wird über einen Schwarz- oder einen Weißwert festgelegt, ist es aus Metall oder nicht. Wichtig ist hier, es gibt in der Metallic keinen Grauwert. Das ist physikalisch nicht richtig. Es geht nur schwarz oder weiß, also entweder Metall oder nicht. Es gibt da kein dazwischen. Wenn jetzt einer kommt von wegen Halbmetall, es wird nicht als Halbmetall dargestellt, sondern entweder es ist Metall oder es ist nicht Metall. Alles andere ist physikalisch nicht korrekt. Die nächste Textur, die wir haben, ist eine Normal Map. Ist auch wieder ein RGB-Wert, die Richtung der Normal abgespeichert hat. Das Ganze ist jetzt doch ein bisschen technischer, was eine Normal ist und was die zu tun haben. Das lasse ich jetzt hier einmal außen vor. Das ist nicht wichtig für uns. Der Fakt, der für uns wichtig ist, mit so einer Normal Map kann man Sachen runder wirken lassen, wie sie im Mesh eigentlich sind. Oder man kann halt einfach Gravuren oder Kratzer deutlich besser darstellen, als wären sie wirklich ins Modell reingekratzt und keine Plane. Ist quasi, man trickt so ein bisschen das Licht aus, um halt Details darzustellen, die nicht da sind. Wie gesagt, das ganze Ding ist ein bisschen komplizierter und hat jetzt einfach, das ist mehr wie Basics, was ihr euch merken könnt. Mit einer Normal Map kann man Sachen runder wirken lassen oder Gravuren oder sowas einfach realer erscheinen lassen. Die letzte Textur, die ich euch zeigen möchte, ist die Emissive. Dabei handelt es sich quasi um ein Eigenleuchten. Es ist auch ein RGB-Wert, den ihr hier reinpacken könnt und das ist halt quasi ein leichtes Leuchten. Ihr könnt es ein bisschen stärker und schwächer einstellen, je nachdem, wie ihr den Shader einstellt. Aber es ist halt ein Eigenleuchten, der ohne einen Lichtkörper funktioniert. Also es ist quasi das Mesh an sich leuchtet und ihr habt kein Licht drin, kein Point Light, kein Direction Light oder sonst was mit drin, sondern es ist halt einfach nur das Material, das an sich leuchtet.
Es gibt natürlich auch viel mehr Texturen wie die, die ich euch jetzt genannt habe, aber das sind die Texturen, die so hauptsächlich vorkommen. Gerade im VTuber-Bereich, da ist mir doch ein bisschen mehr eingegrenzt, gerade dann, wenn man nur eine VRM rausrendert, da man, wie gesagt, entweder nur den Standard Unity Shader nehmen kann oder halt den M-Toon Shader und man ist damit ein bisschen eingeschränkt. Wenn ihr ein bisschen was Spezielleres haben möchtet, müsst ihr euch Plugins und verschiedene SDKs für jedes Programm runterladen, das ihr nutzen möchtet. Zum Beispiel, ich persönlich nutze gerne VC Face, habe mir dann die entsprechenden SDK für VC Face runtergeladen und kann halt dort verschiedene Shader nehmen. Mein Modell hat ja auch einen anderen Shader, ich habe ein bisschen Glitzer drin, das kann man halt über einen anderen Shader regeln. Gesagt, aber solche Möglichkeiten habt ihr nur über eine SDK. Nochmal kurz zu erklären, was eine SDK ist. Ist ein Software Development Kit, ist quasi ein Bausatz, der bereitgestellt würde, um halt verschiedene Programme untereinander nutzbar zu machen. Zum Beispiel jetzt im VC Face Fall gibt es eine SDK speziell für VC Face, die man in Unity runterladen kann, dass man verschiedene Sachen nutzen kann. Man kann andere Shader nutzen, man kann Animationen nutzen. Dass man damit dann halt alles exportieren kann, dass es VC Face nutzen kann. Quasi blöd und stumpf gesagt, ein Converter, der halt Unity-Sachen so abspeichert, dass VC Face sie lesen kann. Oder halt dann, je nachdem, was für ein Programm ihr nutzt. Es gibt einen für VR-Chat, es gibt für alles mögliche Plugins und SDKs, die man halt, je nachdem, von welchem Programm man hat, muss man die passende runterladen. Okay, dann denke ich, haben wir die wichtigsten Vokabeln jetzt erstmal geklärt, was den 3D-VTubing-Bereich angeht. Habe ich irgendwas vergessen? Sind irgendwelche Sachen unklar? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr mich auf anderen Plattformen anschreibt, schreibt bitte dazu, von welchem Video. Ich habe das in letzter Zeit sehr oft gehabt, dass mir Fragen gestellt wird zu bezüglich Videos, aber nicht unter den Videos, sondern ich werde auf Instagram, auf Twitter oder auf Discord angeschrieben zu irgendwelchen Teilen aus meinen Videos. Aber mir wird nie gesagt, aus welchem Video, und das verwirrt mich, weil mir der Kontext fehlt, worüber geredet wird. Das wäre sehr lieb, wenn ihr mich woanders anschreibt über ein Thema. Schreibt auch bitte dazu, aus welchem Video oder von mir aus dem Videolink dazu, dass ich einfach weiß, was der Kontext ist, weil ich ein Erbsengehirn habe und einfach nicht weiß, was ich mal gesagt habe. Also ich brauche so eine kleine Starthilfe. Das wäre sehr, sehr lieb. Ja, und wenn ihr auch euch so einen Vokabeltest bisschen weiter ausgeführt haben möchtet, zum Beispiel für Unreal oder für Unity oder für andere 3D-Themenbereiche. Schreibt mir das auch ruhig in die Kommentare. Ich verspreche, ich werde auch keinen Vokabeltest machen. Ich habe das in der Schule immer gehasst. Ich wusste gerade in Englisch nie, wie man Sachen schreibt, als halt Hardcore-Legastheniker. Meine Lehrerin hat es auch gehasst, weil sie mich nicht bewerten konnte. Weil als Legastheniker konntest du alles, was schriftlich ist, nicht ja, bewerten. Wir fanden das beide kacke. Ich glaube, da habe ich auch mal ein Video zu. Ja, und dann vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt und man sieht sich.